So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich nehme euch heute wieder ein wenig mit. Ich weiß nicht, ob es heute wirklich so ein richtiger Alltags-Vlog wird oder ob ich euch nur ganz kurz Kleinigkeiten zeige, was hier neu passiert ist. Und zwar habe ich das Wohnzimmer babygerecht schon so umgestellt und einige Sachen umgeändert. Luis, so. Genau, einige Sachen habe ich hier neu gemacht, weil leider mit der Wohnung es nicht geklappt hat. Das haben andere Leute bekommen. Deswegen bekommen wir die Wohnung nicht, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil zu 100% hat sie uns jetzt auch nicht richtig gefallen. Genau, musste dann bestimmt einfach nicht sein, die Wohnung war nicht für uns gestimmt. Es war auch eine Dachgeschosswohnung, Dachgeschoss wollte ich eigentlich nie, aber ich dachte mir so, besser als in der Zweizimmerwohnung jetzt mit Baby zu sein, reicht uns das aus erstmal für ein paar Jahre, aber wie gesagt, musste nicht sein, dann ist das jetzt eben so, suchen wir weiter. Ich zeige euch gleich ganz kurz im Wohnzimmer, was wir geändert haben. Hier im Hintergrund könnt ihr schon sehen, einige haben mir auch schon auf Instagram geschrieben gehabt, ob unser Baby schon da ist. Nein, er soll auch noch ein bisschen drinnen bleiben. Es wäre noch ein bisschen zu früh. Der ist noch nicht da, aber ich habe, wie gesagt, nur noch einen Monat Zeit, bis Baby da ist. Deswegen wollte ich schon langsam hier alles so einrichten. Natürlich suchen wir trotzdem noch nebenbei Wohnungen. Falls was Gutes reinkommt, werden wir auch da sofort einen Besichtigungstermin machen und zuschlagen, wenn es klappt. Aber wie gesagt, es kann ja jederzeit jetzt auch losgehen mit Baby. Wollte ich einfach schon mal sicher gehen, dass es hier alles fertig ist, wie ich das mir so vorstelle, falls Baby kommt, dass ich hier dann nicht überfordert bin. Und ich muss sagen, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich zeige euch das und ich werde euch auch noch sagen, was wir verändern möchten, beziehungsweise ich. Genau, da würde ich einfach sagen, wünsche ich euch immer ganz viel Spaß bei meinem Video. Und nicht darauf achten, meine Lippe ist hier irgendwie trocken geworden. Ich weiß nicht, vom Wind sind die in der Schwangerschaft richtig empfindlich. Und nein, ich habe meine Oberlippe nicht nochmal nachgespritzt. Das haben mich auch viele gefragt. Ich weiß nicht, vielleicht ist in der Schwangerschaft ein bisschen angeschwollen, weil ich allgemein ein bisschen angeschwollen bin wegen Wassereinlagerung. Aber nein, in der Schwangerschaft darf man ja auch keine Lippen unterspritzen. Habe ich nicht gemacht. So, wenn man reinkommt, zeige ich euch jetzt mal. Heute ist Luis zu Hause geblieben, weil er ein bisschen krank ist, aber morgen geht er wieder ganz normal zur Schule. Und zwar, wenn man reinkommt, habe ich jetzt immer noch meinen Kamin hier stehen. Der ist auch hier so geblieben. Dann habe ich jetzt hier nur eine Kommode stehen. Da habe ich jetzt komplett die Kommode leer gemacht und habe da schon ein paar Babysachen reingemacht. Die Kommode ist auch schon richtig alt, brauche eine neue. Aber so kleinen Kram habe ich jetzt schon mal hier reingepackt. Ne, so eine kleine Nagelschere für Babys und Schnulli, Söckchen. Und hier sind noch ein paar Bodies, noch eine Packung Pampers. Und hier sind halt die Sachen, die wir ins Krankenhaus auch noch mitnehmen. Hier sammle ich schon mal alles an. Da habe ich noch zwei volle Tüten mit Babyklamotten, die muss ich noch aussortieren. Natürlich wird alles noch frisch gewaschen. Das habe ich jetzt einfach nur so schon mal reingepackt. Ja, und gestern habe ich neue Teppiche geholt. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich möchte alles in weiß, beige. So in beige wollte ich alles hier haben. So sieht das jetzt aus. Genau, dann bin ich gestern meine Mama kurz zum TEDx gefahren und in Action waren wir ganz kurz, da habe ich ein paar Sachen geholt. Ja, hier habe ich jetzt Platz für meinen Spiegel, wird aber mit der Zeit vielleicht ein Wickeltisch hinkommen für, ich wollte schon seinen Namen ansprechen, ich weiß nicht, ob wir den Namen jetzt schon sagen oder erst, wenn Baby da ist, muss ich mit meinem Freund noch absprechen. Also einen Babynamen haben wir auch schon etwas länger und das steht auch fest. Genau, hier wollte ich vielleicht eine Wickelkommode haben. Ich bekomme auch bald eine. Deswegen, vielleicht kommt dann die Ecke weg und hier kommt ein Wickeltisch hin. So, dann habe ich hier unser Sofa stehen. Ich wollte hier mit der Zeit ein beigen Sofa haben und beige Gardinen. Aber jetzt mit dem Sofa, finde ich, passt das. So, ich muss die Kamera ein bisschen umstellen, weil mir zu hell. Genauso, ich finde, die grauen Gardinen passen jetzt zu dem Sofa. Sonst wäre das einfach zu viel weiß. Solange wir dieses graue Sofa noch haben, bleiben die grauen Gardinen. Genau, da habe ich, wie gesagt, diese Feldteppiche und diesen Teppich bei TEDx geholt. Finde ich richtig schön. Ja, dann diese Decken und diese zwei Kissenbezüge habe ich geholt. Dann haben wir da noch meine Kommode stehen. Da
sind meine Klamotten drin und muss ich auch komplett aussortieren, ausmisten, weil da, ach Gott, das trage ich was alles nicht mehr. Da sind viel zu viele bauchfreie Tops und sowas werde ich nicht mehr tragen. Allein schon, weil ich jetzt in einer Beziehung bin und solche Sachen, ne? Deswegen ist ja auch zugenommen und allgemein, die können dann weg, verschenke ich oder schmeiße ich weg. Genau, das Bild kennt ihr ja. Dann haben wir hier unser Sideboard stehen. Ich brauche unbedingt eine neue Lampe, die ist mir gestern beim Umstellen kaputt gegangen. Ja, so sieht's aus. Und dann kommt auch hier schon unser Bett. Hier will ich auch eine ganz schöne, weiche, diese flauschige Tagesdecke kaufen fürs Bett. Aber erstmal muss ich jetzt dran glauben. Ja, und hier ist jetzt von unserem Kleinen das Babybettchen für die erste Zeit. Kann er da drin schlafen. Wir haben noch so einen Stubenwagen, diesen im Korb. Kennt ihr bestimmt auch, mit Himmel und alles im Keller. Aber erstmal, glaube ich, lassen wir den. Und das wollen wir ihn anziehen. Dann will ich das ins Krankenhaus mitnehmen. Genau, und dann habe ich hier auch noch seine Elefantenspieluhr. Bei Lian hatte ich ein Schaf als Spielzeug ins Krankenhaus, bei Luis ein Panda und bei ihm haben wir jetzt einen Elefanten geholt. Finde ich richtig süß. Ja, und das will ich ihm halt anziehen, da ist auch ein Elefant drauf. Genau, und da sind passende Mützchen dazu. Und hier ist es auch richtig praktisch, ne? Zum Aufknüpfen. Darunter ist ein Body, Langarm. Ja, fand ich richtig, richtig süß. So ins Krankenhaus. Genau, und dann habe ich hier noch die ganzen Bettbezüge und Schlafsack. Das muss ich alles natürlich noch auch waschen. Und dann habe ich hier auch noch so eine Matratze liegen, sein Schlafsack, ein Schnüffeltuch. Genau, was, Schatz? Dein Teppich wolltest du zeigen? Luis hat sich gestern auch einen Autoteppich fürs Kinderzimmer geholt zum Spielen. Die spielen auch zurzeit gerne wieder Autos. Der ist riesig und der hat nur bei Terdox 16 Euro gekostet. Finde ich richtig gut. Wir hatten zwei Stück davon, einen kleinen und noch so einen anderen von Ikea. Aber die sind, glaube ich, im Keller oder so. Einer ist kaputt, der andere glaube ich nicht. Ja, genau, das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Und ich überlege, mit der Zeit einfach ein neues Sofa zu kaufen mit Schlaffunktion, falls wir doch noch länger in dieser Wohnung bleiben, dass wir dann dieses Bett komplett hier wegpacken und hier eine ganze Ecke für Baby machen mit Wickeltisch, Bettchen, Schrank. Genau, und dann haben wir halt hier ein Sofa mit Schlaffunktion, da kann ich mit meinem Freund auf dem Sofa schlafen. Das ist natürlich mehr Platz, ne? Aber fürs Erste finde ich das gar nicht mal so schlimm. Ich finde es gemütlich. Ist auch genug Platz hier noch im Wohnzimmer, wie ihr sehen könnt. Also falls es losgehen sollte, ja, haben wir alle hier genug Platz. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so findet, unser Wohnzimmer. Also heute wird es wirklich, glaube ich, nur so ein Wohnungstour-Info-Video sein. Ja, wir wollten vielleicht auch gleich noch rausgehen. Mein Freund kommt gleich wieder, ist nur ganz kurz zu seinen Eltern rüber. Genau, und dann wollten wir wahrscheinlich vielleicht ein bisschen in die Stadt oder ein bisschen raus. Schönes Wetter bei Luis im Kinderzimmer, musste ich heute auch seine ganzen Klamotten, Kleiderschrank aussortieren. Das ist echt Katastrophe. Ich habe gestern nichts mehr geschafft. Ich habe mich hier mit dem Wohnzimmer beschäftigt und Sachen in den Keller gebracht, Kommoden ausgemistet. Gestern hatte ich wirklich viel zu tun. Ich war den ganzen Tag von mittags oder bis morgens bis abends beschäftigt hier. Alles geputzt. Ja, im Flur haben wir jetzt diesen Teppich hier liegen. Ja, und in der Küche diesen hier. Natürlich mit der Zeit will ich auch die Teppiche weg haben. Ich finde die so hässlich. Aber erstmal müssen die dran glauben. Genau, und Luis' Kinderzimmer ist noch Chaos. Ah, da geht also ein bisschen aufgeräumt. Jetzt hier gerade auch noch Autos gespielt. Ja, ich brauche noch, muss sein Bett gleich neu beziehen. Ja, er bekommt auch mit der Zeit ein kleineres Bett, Aufschiebebett in sein Zimmer, damit er hier mehr Platz hat. Also wie gesagt, erstmal solange wir hier bleiben, kaufe ich trotzdem schon mal hier ein paar Sachen neu, damit wir uns einfach wohlfühlen, weil mit Wohnungssuche und mit Wohnungen ist es einfach echt schwer zur Zeit. Deswegen will ich mich einfach wohlfühlen, wenn Baby da ist. Genau, und hier diesen Chaos meinte ich, den muss ich heute machen. Seinen kompletten Kleiderschrank will ich ausmisten. Deswegen sieht es hier gerade so aus.
habe ich gestern nicht mehr geschafft. Ja, dann will ich auch für Luis ins Kinderzimmer neue Gardinen haben, neues Bett, neuen Teppich. Jetzt hat er auch erstmal diesen Teppich hier liegen. Aber das machen wir dann nach und nach. Natürlich kann man nicht alles auf einmal machen. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich langsam trotzdem hier die Wohnung so fertig mache, wie ich es mir vorstelle. Und falls wir eine Wohnung finden, dass wir dann trotzdem direkt ausziehen. Also wenn wir ein gutes Angebot finden. Ja, und so sieht jetzt gerade mein Babybauch aus. Ich muss sagen, der wächst und wächst. Und es ist einfach nur noch ein Monat und dann ist er da. Kann man irgendwie nicht glauben, aber der letzte Monat ist sehr anstrengend, der letzte Monat. Aber ja, so ist das halt, ne? Müssen wir durch. Genau, ansonsten hat sich hier nicht so viel getan. Hauptsache, mein Wohnzimmer ist jetzt einigermaßen fertig. Ist natürlich noch nicht komplett fertig. Ja, ich werde hier auch noch ein paar Kleinigkeiten natürlich ändern wollen und alles. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Ja, im Badezimmer habe ich auch noch zwei volle Tüten von dieser Kommode, weil hier waren hier meine Klamotten auch noch mit drin, weil ich ja keinen Kleiderschrank habe. Mussten meine Klamotten jetzt raus. Die stehen jetzt, wie gesagt, im Badezimmer. Aber das sind viele Sachen, die ich einfach nicht mehr tragen kann in einer Beziehung. Und ja, die kommen einfach weg. Meine Schwester gebe ich einen Teil. Ja, oder was wegkommt, kommt weg, was nicht mehr so schön ist. Ne, hier sind zwei volle Tüten. Mein Badezimmer hat kein Licht. Genau. Ansonsten, ja, hat sich nicht viel getan. Wie gesagt, mit der Wohnung hat es ja doch nicht geklappt. Ich dachte, ich filme euch nur wenigstens ganz kurz ein paar Informationen, Stand der Dinge, was sich hier so ein bisschen geändert hat. Mich fragen auch schon voll viele, wann kommt ein neues Video und alles auf Instagram. Die mir folgen, haben das ja bestimmt schon gesehen, dass ich Wohnzimmer umgestellt habe, ein bisschen geändert habe. Ja, wie gesagt, ich finde das eigentlich recht schön so. Also gefällt mir richtig gut. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Genau, da würde ich einfach sagen, werde ich mich von diesem Video verabschieden. Wie gesagt, vielleicht werde ich morgen ganz normal vloggen. Heute habe ich echt nicht die Zeit dafür. Wir haben es jetzt auch 12 Uhr gleich. Ich muss gleich was kochen, ich muss Kleiderschrank einräumen und wir wollten noch ein bisschen raus, vielleicht in die Stadt ein Eis essen oder so allgemein spazieren. Ja, da würde ich einfach sagen, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir Feedback da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao. Ich könnte doch noch solange meine Kamera noch mitmacht, könnte ich euch ja noch ein bisschen erzählen, wie ich mich zurzeit fühle in der Schwangerschaft, jetzt zum Ende hin vor allem. Damit das Video ein bisschen, also nicht zu kurz kommt. Also wie gesagt, die ganze Schwangerschaft über hatte ich eigentlich keine Probleme. Also ich hatte wirklich eine ruhige Schwangerschaft. Anfangs hatte ich halt mit Übelkeit zu kämpfen, aber das war wirklich auch nur so über einen Monat hatte ich halt leicht Übelkeit immer zwischendurch. Dann kam das, dann ging es wieder weg, dann kam es wieder. Aber ich musste halt nicht erbrechen. Ansonsten eigentlich hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Anfangs war ich auch mehr, also hatte ich diese Stimmungsschwankungen, da war ich mehr so gereizt und alles. Genau, sehr emotional, habe schnell alles zu Herzen genommen. Ich bin ja schon generell so ein Mensch, der sich schnell alles zu Herzen nimmt und so. Aber anfangs war das halt bei mir richtig, richtig schlimm. Ja, aber ansonsten muss ich echt sagen, habe ich richtig Glück gehabt. Also ich hatte wirklich keine Probleme in der Schwangerschaft, war alles schön und gut. Und ich muss auch sagen, jetzt auch zum Schluss hin, bei Lian zum Beispiel hatte ich sehr starke Wassereinlagerungen und alles richtig krass. Habe ich jetzt zwar auch ein bisschen, aber überhaupt nicht zu vergleichen in Lians Schwangerschaft. Bei Luis war auch noch so chilliger. Ja, wie ich mich zurzeit fühle, ist einfach, jetzt merke ich das langsam seit so ein, zwei Monaten, ist es schon natürlich anstrengender. Ich kämpfe sehr viel mit Sodbrennen, was mich fertig macht. Ich kann nachts kaum schlafen. Ich komme irgendwie nicht in den Tiefschlaf so richtig, weil da
tut schon mein Bauch weh da. Ich habe richtig heftig Wadenkrämpfe. Ich hatte jetzt auch einen Eisenmangel, deswegen habe ich Tabletten bekommen. Und ja, trinke jetzt auch Magnesium. Genau, weil ich nachts jetzt auch schon 2-3 Mal Wadenkrämpfe hatte und die waren richtig heftig. Und meine Beine ist jetzt vermehrt, ne, mit Wasser und alles. Das ist ja aber normal zum Schluss. Ich muss sagen, dass ich noch mich recht gut gehalten habe. Ich bin schon im 9. Monat ab heute, ne, ab Montag. Und ich muss sagen, so viel zugenommen habe ich nicht und so viel Wasser habe ich auch gar nicht. Habe ich echt Glück gehabt, diese Schwangerschaft, wie bei Luis eigentlich auch. Bei Luis habe ich nur auch 16 Kilo zugenommen, bei Lian ja 30 und bei der bin ich jetzt bestimmt so bei 8, höchstens 10 Kilo habe ich jetzt zugenommen. Ja, kann mich wie gesagt eigentlich nicht so richtig beschweren, außer halt Sodbrennen, Wadenkrämpfe habe ich jetzt vermehrt und ansonsten ja halt schlappschwindelig zwischendurch, Kreislaufprobleme und dass ich halt nicht schlafen kann, Schlafstörungen, ne? Dass ich dann nachts mich immer hin und her wälze, da tut es mir schon weh, da der Kleine tretet, dann da Riesot brennt. Aber ja, sonst wirklich kann ich euch nicht sagen, dass ich irgendwie diese Schwangerschaft richtig leide oder wenn ich mir bei manchen so anhöre, ganze Schwangerschaft ist ein Übel oder die haben so krass zugenommen und die fühlen sich überhaupt gar nicht gut. Ach ja, vermehrt kriege ich Depressionen, weil ich mich einfach schon nicht mehr wohlfühle. Aber das kennt bestimmt jede schwangere Frau. Zum Schluss fühlt man sich einfach nicht mehr so wohl in seinem Körper und alles. Aber leider gehört alles dazu. Müssen wir durch. Das geht ja auch alles wieder weg. Und mein Freund sagt auch immer voll süß dann, Schatz, du siehst gut aus, es geht doch weg und bla bla. Das motiviert natürlich einen und stärkt einen so ein bisschen. Ja, das wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Ansonsten kann ich, wie gesagt, nicht viel sagen. Ansonsten geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Und der Kleine ist sehr aktiv, der tretet sehr viel. Und ja, wir sind alle schon gespannt. Noch einen Monat ist der Kleine da, wir freuen uns. Genau. Da würde ich einfach hier jetzt wirklich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal Feedback da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.